Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in einem Vorgestellt Nummer 3, die Vorschau. Und es ist A War 2 ist es. Und wir starten nochmal Tutorial Nummer 4 und schauen nach dem Intro, wie wir hier weiterkommen. Alles klar, wir sehen uns gleich. So, wir sind ja bei Step 5 letztens da nicht weiter vorangekommen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier hinkriegen. First, let's take another look at the build menu. Welcome to the Force Tutorial. Okay. Chatlock war es nicht. Ja. Wie komme ich da raus? So. First, let's take a look at the build menu. Das ist hier. Gut, Step 1 immer noch. Welcome to Force Tutorial. Step completed. Click here to continue. Okay, Tutorial Step 2. When you mouse over one of the options in the build tab, there's some number related to our economy. The first is Metal Coast Requires. Okay, das ist hier oben, ne? Metal Coast. Da. The Metal Coast represented by the Iron Blocks. Sind das hier die Iron Blocks? Oder wo? Achso, wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich die Iron Blocks. Wo sind die Iron Blocks? Unit Strange. Tja, sehe ich jetzt nicht wirklich so. Jetzt habe ich einen ausgewählt. Hold Control Alt to see Field Labels. Bin schon hier, ne? Ja. Represented by the Iron Blocks and the second is Energy Usage. Also 2000 Iron Blocks, ist das richtig? 4000 Energy? Units 110, Metal. Ach, da ist sie. Ja, ich weiß nicht, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber neben der einen Unit, Strange steht daneben und dann steht Metal 1,25 und danach Energy. Yellow Battery Icon haben wir da. Metal is used to construct everything. It's generated over time by things like metal harvesters, human settlements, etc. und so fort. Metal sources will never run out. Okay, energy is a resource that is not gathered, stored and consumed, but rather consists of a set amount that is available for a location. Things like command stations increase it. Okay, while most units decrease it, if you don't have enough energy left for something, you can't build it. Furthermore, running out of energy will eventually cause force fields to stop functioning. Both of these resources current amounts are visible on the very top of the screen. Ja, das hatten wir hier schon geguckt. Da sind 410. Und dann gehen wir wieder runter, ne? Besser. Und Full Metal, da ist das 2,5 Millionen sind es wohl, ne? Gut. Next, let's open the Tech Tab. Tech Tab machen wir hier. Extra tip, if you ever wonder where your metal is going, you can click on the mount on the top of the screen to get list of metal flows. Aha, current metal flows. Da sehe ich, wo das Ganze bleibt. Alles klar. Sehr schön. Extract tip 2. The build tab also shows the metal cost to the right of the construction option. Okay. Gut, weiter geht's. Tutorial Step 3. Almost everything we can use is affected by one of the technologies in here. One very important fact is these technologies are not per unit type. Multiple units can benefit from the same technology and in fact we have one of those examples. If you hover over each technology, it will tell you what units you currently have that it will affect and what units in fleets you could capture that it would also affect. Aha, da sehen wir also dann was. Wenn ich das hier mache, das ist so eine Forschung sozusagen, die dann eine Technik freischaltet, dann werden irgendwelche Einheiten davon betroffen und man sieht auch, was da passiert. Has been upgraded 0 out of maximum of 4 times, will cost down science, will increase the mark level by 1 for all of the following ships you have. None. Aha. Also ich habe ja noch keine, deswegen geht ja auch noch nichts. Hier sind Wings 90, die werden dann da besser durch. Okay, gut.
The resources used for these instant science represented by the blue atomic icon. Ja, haben wir schon verstanden. Metal energy brauchen wir dafür auch. Gaining sciences, but with the main one of... Ja, klar, okay, wenn ich da was forsche, dann gehen natürlich die Forschungspunkte weg. Ist okay. Da sind die blauen da oben mit 15.000. Gut, let's try upgrading something. Great core, piercing and artillery technologies once. Extra tip hovering over the scene. Amount on the top of the screen will show if you any plates still have any left to extract. Aha. Okay, wir sollen jetzt drei Sachen machen. Let's upgrade something. Upgrade core. Yes, upgrade. Piercing and artillery. Piercing is here. Yes. And artillery. Ist da. Gut, haben wir gemacht. Jetzt ist hier ein bisschen Kohle weg. Passt. Step completed. Click here to continue. Unlock weapon. Other nodes unlocked. Weapons artillery. Okay, klicken wir da. Step 4. What upgrading those has just done and upgrades the mark of these relevant units. There is a range starting from 1 at the lowest to 7 at highest. Each mark a unit has increased things like health, damage and something special effects such as tractors, beams or resource production. The technical level also affects the maximum cap of buildable units like our V-Wing oder V, weiß ich nicht. But things such as metal harvesters will not. Each unit that has marks has a number next to it, which has a different color depending on the mark. Starting from lowest to highest, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die Color, die Farben. Ich sehe es jetzt leider irgendwie so nicht. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was damit gemeint ist. Each unit that has marks has a number next. Okay. Ja, keine Ahnung. Ach, ist hier unten ein Symbol dran an der Ende, oder? Nicht wirklich. There's one last bit of operating things we should look at. First open the Fleets tab. Fleets sind da. Okay, dann haben wir den Trick. Part of the strategy of the game is to upgrade the right technology for the situation. For example, upgrading the technology which benefits a lot of your units is probably better than the technology that only... Ja, ist klar, das ist taktisch klug, was man da macht. Wenn man viele Einheiten hat, sollte man auch für die Einheiten was tun. Wenn man viele Basen hat, dann sollte man was für die Basen tun. So ungefähr. So, jetzt ist unser Lieblingsstep dran. Now that we are here, let's click on the Murdoch CMD. Murdoch sehe ich hier mehr. Ach da, Murdoch CMD. Fleet, just like you did in the previous tutorial, which the mobile strike fleets you'll see near the top fleet level from science. Fleet level from science. Ja, das ist 0. 500 to level up. What this allows you to do is spend a bit of science to upgrade everything in the fleet, in this fleet. Permanently, even if you lose the planet, then retake it. Swap what station is there and so on. This can be handy if you need a bit of income or energy boost in the early game, or if you only have single anomic station and or have a military station on a choke point. Or guardian something really important. You can do the same to battle station and citadel fleets, which will upgrade both the citadels and all of the turrets and engineers, which comes with the fleet. This is immensely useful as they can move about and build defenses elsewhere, even on enemy planets offensively. Mobile fleets can also be upgraded. This will, however, only upgrade the flagship. This, however, can still be useful if your transport is getting crippled often, or if you have an officer flagship, which is a battleship carrier that can fight alongside your other units. Now we'll go on the last resource. First, however, you should build some defense here from your battle station. Before proceeding, we don't want to leave our homeworld undefended. Then we need to move our fleet to Midlander. Once is there, send your view there and open the Hex tab. Make sure to bring all
on of it. So, jetzt muss ich upgraden. Das kann ich aber nicht mit dem Ding machen, oder? Oder doch? So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo ich sage, was müssen wir denn jetzt machen? Ich soll eine Abwehr aufbauen, ne? Oder? Fleet. Also, jetzt Upgrade. Sollte ich vielleicht mal tun. Das hatten die ja gesagt, ne? Das habe ich jetzt getan. Jetzt wird das so besser. Not on Watchlist. 5 von 5 haben wir da. And we need to move our fleet to Midlander. Now we'll go on to the last resource. First Tiger, you should build some defenses here from our battle station. Ja. Human Metal Harvester Factory. Wo ist denn unsere Battle Station? Transport Flagship. Combat Factory. Frigate. Battle Station. Da ist er. Also sieht's im Nahen aus, ne? Engineers sind das. All your fleets. Welt. Jetzt sollte ich noch ein paar Schiffe machen. Ne? Turrets, Infrastructure, other defenses, station keepers. Grenade, launcher turret. Concussion turret, ambush turret. Pike. Tja, strange. Ach so, jetzt baut er da einen hin, ne? Sehr schön. Ach so, jetzt baut er immer den letzten, okay. Wird er jetzt fertig? Pike Turret. Then we have to move our fleet to Midlander. Combat Engineers. X-Wing. Nee, X-Wing ist es nicht, ne? Ja, jetzt die Frage, ne? Sind die schon fertig? Das sieht so aus, ne? So, die sind jetzt hier. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie es weitergeht. Then we need to move our fleet to Midlander. Ist das unser Fleet? Wahrscheinlich, ne? Wo geht's denn nach Midlander? Da. So, wie war das damit hinspringen? Keine Ahnung. So, Murdoch. Midlander? Wo ist Midlander? Kann ich hier auch eine Karte sehen? Nee, ne? Farland? Murdoch? Wie komme ich denn an die Karte jetzt, hä? Ich hätte mal vielleicht das letzte Tutorial auch noch spielen müssen, ne? Ah, da ist Midlander. Ach, das ist Midlander und das sind die Tore, die da hinführen. Alles klar, jetzt komme ich hinter. Und wo sind unsere Leute? Wo ist das Loch? Ich sehe jetzt nur hier nichts, ne? Also wir müssten ja jetzt von hier kommen, ne? Ich habe bestimmt eine Pause reingehauen, wetten? Mit der Leertaste. Kommen die jetzt hier durch? Guck
Gute Frage, ne? Chat war falsch. Mitländer. Die sind doch... Oder brauchen die so lange, da durchzuspringen? Ne, hier sind sie noch. Okay. Ja. Wie kriege ich die denn da durch? Okay, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe die jetzt noch ausgewählt. Ja, da sind sie. Okay. Ah. Jetzt ist hier unser Fleet. Metal Harvester. Kann ich den angreifen? Eigentlich ja nicht, ne? Then we need to move our fleet to Midlander. Once it's there, send your views there and open the Hux tab. Achso, jetzt muss ich das Hextab aufmachen. Habe ich gemacht, aber es geht nicht voran. Then we need to move our fleet to Midlander. Once it's there, send your view there. And, muss ich noch mehr holen? Könnte natürlich auch sein, ne? Ich weiß nicht, ob ich die anderen noch alle haben sollte. Heavy Fusion Bomber. Zack. Ich könnte die aber hier mal erst hinfliegen lassen, ne? Hex haben wir schon offen, ne? Kommen die auch? Boah, die brauchen Urs lange, ne? Okay, die fliegen da gerade hin. So, das sind unsere Korvetten. Dahin. Und die kommen auch hier hin. So. Ich habe aber keine Ahnung, ob das gleich alles ist oder nicht. Wer schießt hier? Okay, die. Dann schießen wir auch. Okay. Erster Eindruck ist gut. Okay, oh, die sind aber richtig gut, die ich gerade gehört habe. Korvetten oder was waren das? Ja. Können wir die auch noch gerade fertig machen? Okay. Unser Fleet ist ja jetzt schon hier, ne? Wir haben ja auch schon gut gekämpft. Und Farland. Vielleicht können wir das noch kaputt machen. Aber wie war das noch immer so mit... Macht keinen Sinn in dem Spiel, wenn man weiterspielt, habe ich gehört. Ich soll meine Homeworld irgendwas noch machen, das ist mein Problem, ne? Ja. Also ich habe hier schon sicherlich was getan, aber irgendwie... Factory, ja, das war ja... Hier oben war das Tal, ne? Das war unsere Battle Station. Intermediate Engineers. Was muss ich jetzt machen hier? Welt. Okay, bauen wir. Turrets. Ja, ist auch cool, ne? Das bewegt sich tatsächlich auch. Aber ich komme nicht weiter. Es ist dahin geflogen, okay. Turrets, Infrastructure, Other Defense, Station Keepers, Planets, Local Fleets. Hex, Tech, Build. Eigentlich würde ich ja Bild auswählen, ne?
Close. Ja, Leute, irgendwie klappt's wieder nicht. Ich habe zwar schön mich bewegt nach da drüben, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was er jetzt hier macht oder nicht macht. Fliegt so schön rum. Was ist das jetzt hier? So, was sind das für Dinge überhaupt? Home Force Field Generator. Okay, naja, dann. Bike Turret ist auch klar. Battle Station. Zeus Guard. Manage Fleet Zeus Guard. Können wir da aufrüsten? Machen wir mal. Not putting for all orders. Stay put in this direct. Not. Ja, das war's jetzt. Das sind die Fleets. Ja, super, oder? Aber so ganz. Factory. Hatten wir ja hier schon eine Factory. Wo war die? War die das? Combat Factory. Combat Engineer. Ich habe ein paar Videos geguckt, bin aber nicht hintergekommen, wie es geht. Also wir müssen da nochmal ganz krass was machen. Und ja, ich habe aber nicht so wirklich die Ahnung, wie es ist. Ich muss das mehr nochmal durchtesten. Leute, tut mir leid, dass es nicht besser ist. Es ist wirklich urschweres Spiel. Ich muss gucken, wie wir da vorankommen, denke ich mal. Alles klar. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und jetzt lass mich mal gerade gucken, wie der Kollege hieß. Mampf98 war das. Mampf98 hatte mir dazu geschrieben, halt, dass er auch nicht hinter dem Spiel hinterherkommt. Nochmal danke für deinen Kommentar dazu. Und ich denke, wir finden aber noch den Weg. Und ich werde daran arbeiten, dass wir da auf jeden Fall das Spiel verstehen und damit weiterkommen. Alles klar. Habt ihr noch kein Abo? Macht eins. Folge. Warte mal, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video teilen und gerne auch einen Daumen hoch geben. Ne? Denkt dran, wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann, ciao.